Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engländer zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst in Sylph Company, Team Rocket, Hauptquartier, Dingens. Oh, da ist schon Modi. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Pfad. Kein Schritt weiter! Atlas, erneut. Nicht schon wieder dieser Typ? Mich werdet ihr so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss vordringt. Wie bitte, zum Boss? Heißt das etwa... Giovanni ist hier. Der Boss von Team Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf. Dann ist doch klar, was wir zu tun haben. Geh, Zwergfee, das ist deine Chance, ihn zu besiegen. Und du kriegst es mit mir zu tun, alter Mann. Ja, na dann. Wie sieht's aus mit meinem Team? Ist das geheilt? Ja, das sieht ziemlich geheilt aus. Na dann, noch einmal mit Blackie spielen. Bevor wir losgehen können zum Bosskampf. Das Ganze noch ein bisschen herauszögern. Genauso muss das sein. Die Zeit ein bisschen nach hinten herauszögern. In der wir den Boss von Team Rocket herausfordern. Hier noch ein bisschen auf Zeit spielen. Ja, so muss das sein. So, aber jetzt. Ab zu Team Rockets Boss, ab zu Giovanni. Bleib sofort stehen, du Rotzneffe. Ah, wer denn da? James und Jesse. Der Boss steht gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar. Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Miaut! Kampf gegen Jesse und James. Der finale Kampf gegen Jesse und James. Das könnte und das sein. Das ist er wahrscheinlich. Jesse und James von Team Rocket fordern dich heraus. Naja, die kriegen wir auch noch hin. Das Problem ist, dann sind wir wahrscheinlich ein wenig geschwächt beim Kampf gegen den Boss. Aber gut. Wie wäre es mit Schaufler, Diktri auf Rettern? Ne, auf Arbok. Letzten Part erwähnt. Hier haben wir es nochmal Arbok. Arbok rückwärts gesprochen. Ja, ein kleiner Tipp für die, die es noch nicht wissen. Das macht tatsächlich Sinn. So, Smogmog angegriffen. Und Rattan wird jetzt, Arbok wird jetzt auch von Diktri angegriffen, hoffentlich sofort besiegt. Die Batterieleistung der Konsole lässt nach, ja gut. Das ist nicht sehr gut. Ich hoffe, wir können trotzdem noch ein wenig weiterkämpfen. Vielleicht schaffen wir den Boss heute auch. Ich hoffe, die Konsole hält noch ein Weilchen. Wir müssen hier nicht den Part mitten in der Aufnahme unterbrechen. Das wäre schade. Jedenfalls hat Diktri das Amok besiegt. Genug erreicht Level 32. Smogmog hätten wir noch. Oha. Diktri wurde hart getroffen. Oh, sind nur zwei. Ja gut, dann haben wir das wohl gleich. Schaufler auf wen wohl? Auf Smogmog. Und Quälzone. Ich versuch's mal damit. Quälzone. Na komm. Sehr gut. Smogmog besiegt. Da braucht die Triganten einzusetzen. Hervorragend.
Dietri erreicht Level 36 und der Sound ist ausgefallen. Das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, ein kleiner Bug. Alles klar. Ja, die Konsole wird wohl nicht ganz bis zu Ende halten. Die Konsole wird wohl vorher ausgehen, bevor wir zum finalen Boss kommen. Aber ja, gut. Machen wir halt nochmal den Kampf gegen Jesse und James. Erneut. Na komm. Kampf. Erneut. Ich besiege dich auch ein zweites Mal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Und das Spiel wird nicht mittendrin abgebrochen. Naja, es war schon zu Ende, aber... Ja. Ein wundervolles Spiel heute. Spitzenklasse. Qualität vom Feinsten. So muss es sein. Schaufler auf Arbok und Quälzone diesmal auf Smogmog. Da scheint einiges gemacht zu haben. Na komm. Naja, geht so. So, Schaufler. Dickri, lass dich diesmal nicht fast besiegen. Halte durch. Dich brauche ich noch für den Kampf gegen Team Rocket Chef Giovanni. Giovanni, wie auch immer er gesprochen wird. So, Smogmog besiegen, Arbok besiegen, James und Jesse besiegen. Na komm. Das muss doch. So, Arbok besiegt. Da war es noch einer. Das kriegen wir hin. Na komm. Rocken wir den Kampf. So, Evoli ist paralysiert. Das hatten wir noch gar nicht. So, ordentlich und ganz schnell weiter. Wir wollen hier noch was schaffen im heutigen Part. Na komm. Flackerband auf Smogmog. Alle machen. Macht das Smogmog alle. Attacke. Schaufler. Und Attacke. Smogmog hält noch ein bisschen durch. So, verfehlt. Und Glitzersturm, versuchen wir es das mal. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht gibt es ja wieder einen Supertreffer, einen Vollstoß oder wie heißt das? Ja, Volltreffer. So. Dickri hat es erledigt. Alles klar. So, neues Level für Dickri. Vielleicht dürfen wir es jetzt auch mal beenden, den Kampf. Oder nicht. Oder gibt die Konsole alle. Geht's aus. Immer dieselbe Leier. Ah, du ich Kinderhasse. Du gewinnst 3456 Pokémon Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket, James und Jesse hervor. Jo. Sieht so aus, als wäre das mal wieder. Ein Schuss in den Ofen. Jo, ich speichere dann mal kurz zwischen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dass wir zumindest den Kampf gespeichert hätten. So mal ein bisschen Heilung für das Team, bevor es zum Bosskampf geht. Das Speichern war gerade das Wichtigste. Wer weiß, wann die Konsole ausgeht oder das Spiel einfach versagt. So, Beleber brauchen wir nicht. Hypertrank. Nehmen wir einen. Nein, nehmen wir nicht. Nehmen wir einen Supertrank. So, Blackie wieder geheilt. Paralyse gegen Paraheiler haben wir hier. Das ist gut, das können wir auch benutzen. So, Paralyse von Blackie aufgehoben. Und noch einmal speichern zur Sicherheit. Man weiß nie. So, und jetzt rein da.
Bingo, die Schlüsselkarte hat die Tür entriegelt. So, zu dir, Giovanni. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich enttäuschen könnten. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt, habe ich recht. Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, was Sie wirklich sind, da will ich Ihnen auch gar nicht mehr fremdstellen. Wie war das? Wir haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Bauern zu erschaffen. Das trifft nicht, basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie so dreist sich weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Ein Mädchen. Sieh an, Zwergfee ist also auch da. So sieht man sich wieder. Leider hat der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichter wie du haben da sind Pause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Na, werden wir hier mal sehen, wer hier eine Welt voller Schmerzen kennenlernen wird. Bei dem finalen Kampf gegen Rocket Boss Giovanni. Er fordert mich mit 3 Pokémon heraus. Hoffentlich 3 starke Pokémon. Aber ich vermute, die kann ich mit meinem Team irgendwie besiegen. Das kriege ich doch gebacken. Sofern nicht die Batterie der Konsole mir einen Strich durch die Rechnung macht. Oh, die Batterie ist zurückgeschickt. Alles klar. Schaufel konnte nicht eingesetzt werden. Na komm, Schaufler. Zack. Jo, das bringt schon sehr viel. Dann vielleicht noch Erdbeben. Halte durch. Bring es zu Ende, Dekdreh. Snobbly Card. Zerstören. Jau. Da waren es nur noch 2. Das geht doch flott. So, Rihorn wird eingesetzt. Nein, wir kämpfen weiter mit Dekdreh. Bis zum Schluss. So, ich würde gerne mal Schaufel einsetzen. Das ist hier, glaube ich, die beste Möglichkeit. Das ist ein riesiger Trumpf, wo man hier Schaufel einsetzen kann. So, Giovanni, dich kriegen wir zerstört. Die Zerstörung von Team Rocket. So sieht's aus. Hat zwar blonde Haare, keine blauen, aber ein Dicktrick kriegt das hin. Na komm. So. Rihorn besiegt, da war es nur noch einer. Und das kriegt Dicktrie fast ganz alleine hin. Vielleicht kriegt das sogar alleine hin. Und das ziemlich rasch. Nidro Queen, wir kämpfen weiter. Dicktrie macht das im Einzelteam ganz alleine. Als Einzelkämpfer. Das sieht einfach cool aus. Wenn Dicktrie das alleine hinkriegt. Ja, so ein Sieg kann sich sehen lassen. Na komm, halte durch. Dekdreh, mein starker Kämpfer. Nein, er ist gefallen. Nein, Dekdreh. Er hätte es fast alleine geschafft. Der hätte es aber einen Orden gegeben. Der hätte es aber einen ordentlichen Orden geben müssen. So, Flackerbrand, mach es zu Ende, Blackie. Nidro Queen, noch wenig KP, verbrannt ist es, oder sie, es oder sie, ja, und die Verbrennung hat es verletzt, final verletzt, und alle 3 Pokémon von Giovanni waren Game Over. Blackie erreicht Level 40. So, der Rest deines Pokémon-Teams erhält auch ein paar Erfahrungspunkte,
Rocket Boss besiegt. Ah, wie konnte ich nur verlieren? Gewinnt 6240. Pokémon Donner geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Rocket Boss Giovanni hervor. Sehr gut. Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmenpläne der Sylph Company aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück, aber meine Zeit wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Da haben wir das mal bestanden, haben wir das geschafft. Jo, mit der Sekretärin reden. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Herr Präsident. Ich danke dir für deine Hilfe, mein liebes Kind. Morning. Hoho, du hast recht. Nicht darauf will ich natürlich nicht aus, dass mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, ich will mich natürlich auch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht etwas spannender? Du hältst eine Meisterball von Präsidenten der Sylph Company. Du verstaust das Item in der Fangtasche. Sehen Sie im nächsten Part, Zwergi wirft den Meisterball auf einen Staralini. So ungefähr wird das laufen. Was du da in deinen Händen hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses ein Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du die Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Das tut mir leider leid. Ich werde es leider mitten in einem Let's Play Part machen. Das wird nicht ganz so unauffällig. Aber gut. Mich guckt ja eh niemand. Daher. Ein wenig Diskretion kann ich da schon wahren. So. Ein Top-Lock-Parfüm. Und hier einmal durch die Tür. Die Schlüsselkarte hat die Tür verriegelt. Intrigiert. So, hier kann ich mir noch nichts rausnehmen. Keine Pokémon klauen. Schade. Jo, hier geht's zurück oder was? Nein, hier geht's ins Krankenhaus. In den Krankenflügel. Das Krankenabteil. Ja, moin. Schwester Joy. Psst, ich bin eine schöne Spionin, die sich als Krankenschwester ausgibt. Ihre sieht sehr erschöpft aus. Wie wär's, wenn ihr euch kurz hier im Pausenraum ausruht? Aha. Eine Spionin also. Hinlegen können wir uns hier nicht. Alles klar. Ein Beleber gefunden. Ja, das muss natürlich hier sein. Wo sonst könnte man einen Beleber finden? So, einmal alle Türen aufmachen, damit hier nichts mehr versperrt ist. Heute ist Tag der offenen Tür. So, haben wir den Bosskampf auch mal geschafft. Den Team Rocket Boss besiegt. Giovanni gezeigt, wo seine Schranken sind. Ja. Die Sache mit der Übernahme hat uns ganz schön in Verzug gebracht, weil wir die ganze Zeit über nichts arbeiten konnten. Das müssen wir jetzt erstmal wieder aufholen. Ja. Okay. Na dann. Verschwinde ich mal aus diesem Gebäude. Und weiter geht's direkt draußen vor dem Gebäude mit dem nächsten Dialog. Du hast es wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt, oder?
Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich dem Atlas auf den Fersen war. Und dann kam plötzlich die ganze Rübe von Team Rocket aus Safronia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Na, was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslinge nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Silph Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter dem Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine Tragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe den Arenen widmen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Zwergfee? Warst du schon in der Arena von Safronia City? Und wie viele Runden hast du überhaupt? Wow, so viele schon! Du musst aber erstmal noch zu Chloria. Und davor musst du erstmal noch ein paar Pokémon-Arten fangen. Ja, so sieht's aus. Aber ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Auf keinen Fall. Ich lasse mich niemals unterkriegen. So. Dann erstmal noch schnell ins Pokémon-Center. Muss nicht unbedingt sein, aber... Ja, ein Polygon. Vielleicht können wir das auch hier irgendwo fangen. Ein Porygon. Ein Polygon. Obwohl der Name auch passen würde. Naja, wir wurden gerade eben schon geheilt, aber... Einfach der Vollständigkeit halber. Hier noch einmal eine Heilung des Teams. Haben tapfer gekämpft. Haben sich die Heilung verdient. So. Und damit der Part hier noch wenigstens etwas wert ist, versuche ich gerade hier noch was. Ich hoffe, ich habe davon was. Stärkungstasche, einen Blattstein. Okay, ja, Pepe kann einen Blattstein kriegen. Das habe ich nämlich online mal gelesen. Auf Pokémon Wiki. Dass der sich erst mit einem Blattstein entwickelt. Den nehmen wir, den setzen wir ein auf Pepe. Auf geht's. Pepe entwickelt sich. Seine finale Entwicklung. Nanu, Pepe entwickelt sich. Ja. Pepe wurde noch hässlicher. Glückwunsch, Steinpepe wurde zu einem Sarzenia. Naja, besser als die Vorentwicklung. Aber seine Anfangsentwicklung sah immer noch am besten aus, finde ich. Für Sarzenia wurde ein Eintrag im Codex angelegt. Es lockt Beute mit seinem Duft an, der an Honig erinnert. Was in seine Maul gelangt, wird samt Knochen binnen eines Tages zersetzt. Alles klar. Und gleich noch ein Feuerstein. Auf Evoli. Und warum nicht? Oder den Eisstein? Nicht möglich. Schade. Warten wir vielleicht ab, bis wir einen Blitzstein kriegen. Dann können wir es zum Blitzer machen. Ich weiß nicht. Naja, komm, wo wir schon mal dabei sind. Feuerstein. Diggi sträubt sich dagegen. Na gut, dann halt nicht. Oh. Ja, Pepe ist ein bisschen groß geworden. Bist du aber groß geworden, Pepe, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Tja. Ich glaube, ich nehme ein anderes Team-Pokémon mit auf den Weg. Es wirkt ein bisschen seltsam. Joa, hier mal eben bei einem Typen anbrechen. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt's? Ja. Nehme ich auch gerne. Du verstaust das Item in der TM-Box. Alles klar. Na dann. Würde ich mal sagen, dummig nach oben soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben. War jetzt nicht der genialste Part. Ist ein bisschen was schief gelaufen in diesem Part, aber naja. Dummig nach oben soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben. Solltet ihr irgendwie über diese Fehler weggucken können. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid.
falls ihr neu seid, es gibt bessere Parts. Da vertraut man drauf. Ja, ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Nein, in einem besseren Video von meinem Kanal. Bis dahin. Haut da rein. Ciao, ciao.